Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Stindl hat eigentlich eine gute Arbeit geleistet und taut immer mehr auf. Ist jetzt vor allem halt der mitspielende Stürmer, den ich ja eigentlich auch brauche, mit seinen ganzen Vorlagen, die er macht. Ich gebe ihm trotzdem erstmal nur einen kleinen Vertrag, aber ich denke, ich habe mir und Stindl am Anfang einfach zu viel Druck gemacht und mein Gefühl sagt mir jetzt schon, dass das der Stürmer ist, den ich brauche, der mir gefällt, der Sinn macht in meinem Spiel. Und Moment mal, muss ich eine neue Fitnesskarte geben? Nee. Und aus diesem Grunde, ja, ich denke, er wird längere Zeit bei uns im Team bleiben, wenn nicht irgendwie wieder eine andere Info kommt, die ich teste. Und ich traue ihm auf jeden Fall auch eine Quote von mehr als 0,5 zu. Gut. Nächstes Spiel. Wieder konzentrieren. Augen auf im Straßenverkehr oder wie auch immer. Und gegen Laser United. Okay, das Thema ist anscheinend durch mit leichten Teams. Jetzt kommen wir anscheinend nur noch die schwierigeren. Auch schon ein sehr gutes Team. Hat zwar nicht viele Infos gehabt, aber halt viele hochrangige, unaufgewertete Spieler, die so schon krass sind. Wie Oblak im Tor zum Beispiel. Iniesta. So, jetzt aber wieder konzentrieren, hinten gut stehen. Die eigenen Fehler analysieren, sollten wir doch mal ein Gegentor fressen, was hoffentlich nicht passiert. Ja, war ein bisschen. Aber ich mache gerne dieses offensive Risiko, den offensiven Risikopass am Anfang, um das Spiel ein bisschen zu öffnen. Manchmal hat man ja auch Glück und bekommt dadurch eine Möglichkeit. Da waren zwei Spieler dran. Ich weiß nicht. Also, puh. Mir fällt jetzt nicht so ein richtiges Problem ein. Ich habe versucht, mich in den Weg zu stellen. Hat nicht geklappt. Es waren zwei Spieler dran. Es hat nicht gereicht. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich sagen kann, es wäre nicht das erste Mal, dass wir ein Spiel drehen. Und wir müssen einfach dranbleiben, konzentriert spielen. Ist nichts passiert. Und machen hier einfach schnell das 1-1. Und dann das 2-1. Ganz einfach. So konzentriert spielen, nicht beeinflussen lassen. Wir haben ultra viel Zeit. Was bedeutet, wir haben hier auch die Möglichkeit, ein 3-1 draus zu machen, wenn wir das unbedingt wollen würden. Schade. Aber wir sind bis zum Ende hin ganz gut durchgekommen mit dem Kombinieren. Schön gemacht mit Hummels. Pass sollte eigentlich auf Stindl gehen, aber egal, hat auch so gepasst. Schade. Jetzt hätte ich nämlich schön auf Müller gepasst. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, wir werden auch hier den Spielverlauf auf den Kopf stellen oder drehen. Was ist denn hier los? Drehen. Sehr schön. Wieder sehr gut den Konter verteidigt. Okay, diesmal, also jetzt, dass wieder dieser Abbruch kommt, sagt mir eigentlich, dass es wahrscheinlich wirklich nur Zufall war, dass gerade als ich den Elfmeter schießen wollte, der Abbruch kommt, weil das passiert so oft, also das machen die, es passiert ja eigentlich auch so oft in Situationen, wo ich sage, das macht der Gegner noch nicht mit Absicht. Weil wenn er wirklich, wenn es einen Bug geben würde, wo er abbrechen kann und dann den Sieg gut geschrieben bekommt, sobald es 1-0 steht, dann hätte er ihn ja schon viel eher machen können. Also ich glaube nicht, dass es der Gegner war. Ich glaube, es sind irgendwelche Probleme mit den EA-Servern, die dann einfach die Verbindung zwischen beiden Spielern beenden. Und EA hat es dann, glaube ich, so programmiert, dass wenn das passiert, derjenige, der hinten liegt, bekommt keine Niederlage und derjenige, der vorne liegt, bekommt halt einen Sieg. Also ist im Endeffekt positiv für beide Spieler.
Es sei denn, es ist unentschieden und man steht kurz davor zu gewinnen, wie ich halt bei dem Elfmeter. Das war ein bisschen blöd, aber ansonsten, ja, ich bin natürlich nicht böse drüber, dass jetzt bei dem 1-0 Rückstand im Endeffekt hier, oh, Müller ist der Einzige, der nicht mehr so richtig Power hat. Gehen wir ihm mal eine normale Fitnesskarte. Ich bin der Einzige jetzt, der so im Endeffekt. Moment mal. Ich bin natürlich nicht böse darüber, dass es im Endeffekt hier bei einem 1-0 Rückstand dann abgebrochen wird. Ich kann natürlich sagen, okay, ich hatte ein gutes Gefühl und ich kann das Spiel drehen, aber man weiß es ja nicht. Der Gegner kann ja auch ein glückliches 2-0 schießen und dann muss man halt ein 2-0 hinterherrennen. Das ist natürlich dann schon schwer. Deswegen, ja, ich bin nicht böse drüber. Ich hoffe, dass es jetzt einfacher wird, noch einfacher wird und dass ich nicht direkt so schnell in Rückstand gerate. Okay, wieder mal ein schlechteres Team. In von Brooks hat er da Córdoba als Stürmer. Sehr interessant. War das sogar Basic Champions League Style? Kann das sein? Also Córdoba als Stürmer finde ich doch gewagt. Er ist zwar von den Low-Budget-Stürmern der Beste, aber er ist halt schon sehr Low-Budget, also. Ich denke, ein Werner kostet auch nicht mehr viel. Zum Glück haben wir es geschafft, das Ganze ohne Elfmeter zu regeln. Sehr schön. Schade, schade. Mist. Glück ist Piszczek da und regelt das Ganze noch. Aber das ist der Costa, das ist jetzt schon wieder, dass Costa einfach schafft durchzurennen und die mit einem blöden, gelupften Pass, FIFA 13 Style, den anspielen können. Zum Glück hat es halt nicht gereicht, aber es war knapp. Also hier über außen klappen die Pässe natürlich häufiger mal, aber ich meine halt durch die Mitte, dass man halt wirklich dann quasi zum Schuss kommen kann. Ganz konzentriert die Lücke suchen. Abgefälscht, schade. Da hätte ich lieber den Schuss durchgehen sehen. Logischerweise. Ich musste einfach über außen durchziehen. Das war auf jeden Fall wieder ein Fehler von mir. Gut gemacht von Reus. Verteidigt echt gut. Ist echt super anstrengend. Das haben wir auch gerade gesehen durch diesen billigen Fehler, den ich da mache. Der halt nicht passieren darf. Ich scheine auch, dass meine Sache nicht schlecht zu machen, aber das ist natürlich lieber, wenn. Ja, ich muss es halt dann wieder über die Pace regeln. Also ich komme halt gerade nicht anders durch. Mann, das ist natürlich bitter dann. War das eigentlich Second Info Müller oder war es der normale Müller? Müller den Hummels den Ball vergessen, sehr schön.
Diese verdammten Pace-Pässe, aber da kommt zum Glück nicht. Also schwieriges Spiel, der Gegner verteidigt gut. Könnte es sein, dass ich die Formation wechsle. Sehr geil. Alter, das war aber auch ultra anstrengend. Ich find's geil, dass ich es geschafft habe, das so schön auszuspielen. Aber oh mein Gott, war das anstrengend, ey. Das war so konzentrationsraubend. Und natürlich auch ein ultra schwerer Abschluss wieder von Müller, den er da wunderschön flach ins lange Eck macht. Oh, da hat er aber halt auch ein, zwei Fehler gemacht auf Außen, aber trotzdem, obwohl er die leichten Fehler gemacht hat, stand er halt immer noch so kompakt, dass es echt schwer war, da die Lücken zu finden und die Pässe zu bringen. Und dann halt schwieriger Abschluss auch für Müller, also das war jetzt auch keine hundertprozentige Torschance. Genialer Pass auf jeden Fall von Reus. Geschenktes scheiß Dreckstor, ey. Und warum? Weil Reus so einen dummen Pass macht. Das war ein super einfacher Pass, den Reus verkackt. Also das sehe ich halt bei mir dann auch wieder wenig bis kein Fehler, weil was soll ich da anders machen? Das ist halt ein easy Pass, den man da einfach kurz an den Mann bringt und er spielt ihn einfach zu 100% in den Gegner rein. Oh, ist das bitter, ey. So unverdient. Das ist so unverdient, weil es halt nicht rausgespielt ist. Einfach nur gelackt aufgrund der Tatsache, dass die Engine irgendeinen scheiß Fehler produziert. Aber es ist egal. Wir haben das erste Tor rausgespielt, wir spielen auch das zweite Tor raus. Und werden hier verdient die 2-1-Führung machen. Passt auf. Sehr geil von Pentaleb. Sorry, das ist einfach nur schlecht. Und es funktioniert. Es funktioniert. Oh mein Gott. Aber guck mal, wie defensiv der jetzt steht. Er hat richtig Angst, glaube ich. Unverdiente Führung. Einmal geschossen. Krass. Aber egal. Es macht nichts. Macht nichts. Es kann nichts dafür, Reus spielt da halt einfach diesen dummen Pass. Vielleicht kann ich es dann besser verteidigen, also vielleicht muss ich dann einfach Costa... Okay. Muss ich dann einfach Costa vom Schuss abhalten, das ist vielleicht, das kann ich mir vielleicht vorwerfen, aber dass halt dieser blöde Konter überhaupt kommt, das ist halt einfach komplett... Random, ist einfach komplett... Die Schuld der Engine. Reus ist natürlich ein überragender Spieler und er kann auch nichts dafür. Das ist halt einfach so programmiert, dass die ab und zu mal totalen Scheiß bauen. Wie es halt im echten Leben auch ist. Und das war halt leider eine Situation, die dann zum Gegentor führt. Schon wieder, meiner Meinung nach, klar, die Situation war schwieriger als die von Reus, aber schon wieder einfach nur ein straighter Pass, den er halt von komplett verkackt. Der Pass soll halt auch nicht auf Reus gehen, das war halt schon wieder ein Problem. Aber egal, wir bleiben einfach ruhig. Da müsste eigentlich mal Hummels dem das Kopfballduell gewinnen. Ganz ruhig bleiben, wir sind auf jeden Fall besser. Haben ja gute Chancen. Zum Nein, was mache ich denn?
Oh ja, das war mein Fehler. Fuck, nicht drüber nachdenken. Okay, ganz in Ruhe weiterspielen. Wir machen jetzt einmal das 2-1. Wäre ich festgehalten, aber hätte ich auch so nicht gekriegt. Viel zu weit. Oh, das denke ich auch mal wechseln. Weiß gar nicht, über Reus haben wir echt wenig gespielt, vielleicht brauchen wir den nicht wechseln. Doch, halt auch schon die Hälfte weg. Schade. Okay, ganz, ganz ruhig. Ich muss wieder ein bisschen mehr Zug nach vorn bekommen, glaube ich. Schade. Aber immerhin mal wieder ein Abschluss und jetzt die erste Ecke, glaube ich. Jedes Mal wieder diese dummen Pässe, einfach nur blöd in die Spitze. Aber zum Glück kommen die halt auch nicht. Oh, was für ein ultra schlechter Pass. Echt mal wieder ein bisschen mehr Zug zum Tor, verdammt. So, komm jetzt ein schönes spätes 2-1. Sehr gut. Müller hat noch Ausdauer. Wird aber trotzdem eingeholt von Goretzka. Ich weiß nicht wieso, wie das geht. Keine Ahnung. Goretzka seit Anfang an auf dem Feld. Eigentlich unmöglich, dass er den einholt. Wieder spielt er genau 100% den zum Gegner. Also 100% nicht mal, dass er versucht, zum eigenen Mann zu spielen. Und dann halt der Gegner sich dazwischen begibt. Nee, er spielt einfach 100% zum Gegner. Da steht meiner gar nicht. So, jetzt kommt spätes Tor. Letzte Aktion. Komm schon, Müller, mach jetzt einfach ein.
Boah. Okay, letzte Aktion. Mach jetzt einfach einen. Mann! Puh. Aber egal. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Benderlab macht schon noch eins. Passt auf. Einfach ruhig bleiben. Ja, das ist ein Foul. Wäre auch ein schönes Tor gewesen. Goretzka, dieser Nervboy. Vor allem gegen dieses Low-Budget-Team, komplett zum Kotzen, ey. Alter, das war doch schon wieder ein Foul. Ist schon wieder ein Foul, was nicht gepfiffen wird. Oh, Plattenhaar, was ist denn los? Dribbel doch einfach vorbei. Komm schon. Geil, wie er jetzt erst den zweiten Schuss abgesetzt hat. Ich denke, ich werde Müller austauschen, versuchen mit Bellarabi noch ein bisschen frische Pace reinzukriegen. Ich glaube, ich werde auch mal 1-4, 1-2, 1-2 probieren. Zum Ende hin. Leg gerade, ob ich sogar Stindl als ZOM nehme, weil die sind ja schneller. Könnte ich eigentlich sogar Müller von reinstellen. Ein bisschen Pace. So, Bellarabi ist der frischste von allen. Was? Bisher kriegen wir einfach keinen Abschluss, kommt nicht durch.
Oh Mann, es kriegt ja echt noch eine Ecke. Aber wir bekommen auch keinen Abschluss mehr hin. Das darf man auch nicht vergessen. Das wäre jetzt echt noch gewesen, ey. Fuck, komm schon. Ich meine, das Elfmeterschießen ist schon nicht verdient für einen Gegner. Und dass jetzt noch am besten hier der Siegtreffer fällt, ist ja noch weniger verdient. War auch schon wieder ein Foul am Gegner. Oh. Okay, komm, konzentrier dich. Erste Elfmeterschießen in der Weekend League. Und wir spielen einfach genauso konzentriert und aufrecht wie die ganze Zeit. Und dann wird das auch was. Nicht so straff aufziehen, keine verschießen. Also zumindest nicht daneben schießen. Und antizipieren, wo der Gegner hinschießt. Und das war's. Scheiße, der sollte viel weiter nach rechts. Der sollte viel weiter nach links. Was ist denn hier los? Nicht aufregen. Alles ist gut. Zu spät. Verdienter Sieg, teuer erkauft, aber verdient. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben. Also die Elfmeter waren teilweise echt merkwürdig. Die ersten beiden hätte ich nicht mal ansatzweise eingeschätzt, dass die so. Also, das war ein bisschen glücklich, das Elfmeterschießen zu gewinnen, muss ich zugeben, weil die ersten beiden. Okay, der erste Elfmeter war in der falschen Ecke, egal. Aber beim zweiten Elfmeter war echt super knapp am Tor vorbei. Und da war einfach Dembele. Und da war halt einfach das Problem, dass die einfach viel zu wenig in die Ecke gegangen sind. Ich weiß auch gar nicht warum. Also meiner Meinung nach habe ich ganz anders gezielt. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber wir haben gewonnen. Erstes Elfmeterschießen in dem Spiel. Wir haben echt am Ende keinen Zugriff mehr aufs gegnerische Tor bekommen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, er hat einfach ultra defensiv gespielt dann. Da waren ja auch fast keine Spieler mehr von ihm. Hat einfach sehr defensiv gespielt, sehr sich aufs Verteidigen konzentriert und versucht halt über Konter zu machen. Und wenn er so gespielt hätte wie am Anfang, dann hätte man, denke ich, noch ein, zwei Tore gemacht. Okay. Nächstes Spiel. So, jetzt brauchen wir aber wieder Fitness. Und unser guter Hummels, der macht echt einen überragenden Job. Ist auf jeden Fall besser als Second In vom Sokrates. Das merkt man, obwohl er viel langsamer ist. So geil, wie der spielt. So, konzentrieren. Konzentration hochhalten. Auch im nächsten Spiel. Und ich hoffe mal, dass wir da nicht so einen Gegner haben, der sich so aufs Verteidigen versteift. Aber das war meiner Meinung nach. Nachdem er das 1-0 bekommen hat, hat er einfach gemerkt, dass er mit seiner normalen Spielweise und mit seiner offensiven Spielweise komplett aufs Maul wahrscheinlich bekommt. Und dann hat er halt das glückliche Gegentor geschossen, weil Reus diesen unendlich dummen Pass spielt. Das glückliche Gegentor geschossen. Und dann hat er halt gedacht, scheiß drauf, jetzt konzentriere ich mich lieber aufs Verteidigen. Und das hat er dann dazu geführt, dass ich ultra schwer hatte oder sehr schwer hatte. In die gefährliche Position zu kommen, um irgendwie noch mal aufs Tor zu schießen. Das war einfach das Problem. Dann nimm doch dein grünes bitte.
Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Grün hätte viel besser gepasst. Das Rot ist relativ dunkel. Ich weiß nicht, wie das harmoniert mit dem Schwarz, aber ich denke nicht so gut. Dann weiße Hosen zweimal. Warum nicht grün gegen Schwarz nehmen, was halt total anders ist? Jetzt macht der das auch. Der hat doch nun das Schwarze. Nimm doch mal das schwarze Trikot. Nehme ich halt schwarz. Verstehe es nicht, aber egal. Ich glaube, das Rot ist halt deutlich heller, da geht das schon. Okay, das ist ein absolutes Low-Budget-Team. Zwar ein schneller Sturm, aber ein Rechtsverteidiger, ein silberner Rechtsverteidiger, das ist einfach nur, weil er schnell ist. Und generell, es war alles mega Low-Budget. Also jetzt bin ich mal ganz gespannt, ob der Gegner gut spielt oder. Also er muss schon sehr gut spielen, um das zu kompensieren. Weil, also, mehr Low Budget geht eigentlich gar nicht. Aber ich will natürlich genauso konzentriert spielen wie die ganze Zeit, wie immer. Konzentriert. Das war ein dummer Pass von, keine Ahnung, wer es war. Konzentriert spielen und hoffentlich die individuelle Klasse nutzen können für ein Tor. Schade, da hatte Stindl schon keine Ausdauer mehr. Ja, läuft Reus mit. Und da ist Reus auch da. Okay, das war jetzt auch nicht so wirklich gut verteidigt. So, aber konzentrieren. Wir müssen hier erstmal ein paar Tore machen, bevor wir da arrogant daherreden können. Und selbst dann müssen wir noch aufpassen. Fährmann hat er, also das ist schon mal, zumindest schon mal ein sehr guter Torhüter. Gut verteidigt. Wollte ich direkt passen mit Reus, hat nicht geklappt. Er hat Werner von drin und macht jetzt schon die zweite Flanke und Kopfballversuch. Das verstehe ich nicht, weil Werner ist einem überhaupt nicht kopfballstark. Er kann doch auch jemand wie Modest oder so reinstellen. Ganz merkwürdiger Pass. Da haben wir Glück, da hätte es auch locker 1-0 stehen können. Passt doch einfach direkt, Piszczek, so wie ich es gesagt habe. Stindl läuft nach oben links. Ich denke, geil, jetzt ist Stindl einfach mal mega geil durch, da wo jetzt Reus ist. Und dann rennt er wieder in die Mitte. Wozu denn? Und! Ultra knapp abgefälscht. Das, oh mein Gott. Er wäre sonst natürlich nicht rein, wenn er nicht abgefälscht worden wäre, aber das war schon sehr knapp. Ja, irgendwann ist er dann weg. Aber das war auch wieder ein gutes Beispiel. Man darf nicht. Jetzt versuche ich es wieder durch krasse Dribblings. Man darf nicht zu aggressiv verteidigen. Dann klärt sich meistens von allein. Wieder so eine Flanke. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Sehr schön von Bendalet. Schöner Scoop-Turn und dann
Oh, geht Stindel genau in dem Moment lang, als ich ihn anspiele und er einfach nur hätte kurz bleiben müssen. Schön gemacht von Hummels, der da einfach seine Körperkraft einsetzt. Danke. Ich habe halt gedacht, es klappt noch ein zweites Mal, habe ich mich geirrt. Also ich muss aufpassen, der Gegner ist eigentlich nicht so gut, aber ich habe das Gefühl, ich lasse mich wieder einlullen von der gegnerischen Spielstärke. Das darf nicht sein. Schade. Aber da konnte ich nicht viel machen. Da musste ich einfach noch einen Tick warten. Also ich hole gerade nicht das Maximum raus, was mir möglich wäre, das merke ich schon. Vielleicht brauche ich auch wieder eine Aufnahmepause. Ein bisschen ruhiger spielen. Wie ich sage, die individuelle Klasse müssen wir doch eigentlich einfach nur aufs Feld bekommen. Schöner Schuss. Leider wurde der Pass noch abgefälscht. Wenn der Pass nicht abgefälscht wird, kommt er halt perfekt auf Müller und ich kann ihn höchstwahrscheinlich ins Tor machen. Wo geht er denn hin? Ich sehe nichts. Schade, aber das Ende, also die Endphase der ersten Hälfte hat mir auf jeden Fall besser gefallen als der Teil davor. So einfach weiterspielen und dann machen wir hier auch das 1-0 und gewinnen. Das ist eigentlich rot. Bestimmt eine Ecke, oder? Ja, leider. Sehr gut gemacht von Stindl. Ich wollte mal einen aufbrennen, weil Stindl hat auch einen guten Distanzschuss. So, jetzt auch mal das Ding reinmachen. Waren aber nicht, ja, genau. Da waren nicht wir zuletzt dran. So, Konzentration, komm. So weiterspielen, wie wir in der ersten Phase aufgehört haben. Schade. Ist natürlich nicht so einfach, sich da durchzukombinieren, aber naja. Gut gemacht von Vidal. Es war ein normaler Pass, er macht einen Laufpass draus, keine Ahnung wieso. Sehr schön. Ist auch wieder so ein relativ dunkles Stadion, finde ich. Oh, Mist, da dribbel ich aber auch schlecht mich in den Gegner rein. Das darf nicht passieren.
Schön mitgenommen von Reus. Und, ach, abgefälscht, Lackertor. Aber trotzdem, es hat sich immer mehr angedeutet, dass wir jetzt hier das Ruder übernehmen. Schade, dass es dann so ein abgefälschtes Lackertor sein muss, aber ich freue mich trotzdem. Und wie gesagt, es ist, denke ich, jetzt auch allerhöchste Zeit gewesen. Plattenhardt, ich wollte dann flach ins lange Eck spielen. Schöner Pass auf Müller, der legt nochmal zurück auf Plattenhardt. Und dann wollte ich ihn hier flach ins lange Eck schießen. Keine Ahnung, ob er reingegangen wäre. Aber der ist so, also er ist so reingegangen, abgefälscht halt. Und er kriegt jetzt auch überhaupt gar keinen Zugriff mehr nach vorne. Also da stehen wir jetzt auch besser. Da merkt man jetzt auch die individuelle, das war jetzt wieder mal ein dummer Pass, die individuelle Klasse meiner Spieler, würde ich sagen. Lässt sich auch teilweise viel zu einfach austribbeln. Ich werde mal Bentaleb und nicht Bentaleb, sondern Reus und Dembele auswechseln. Und dann mache ich auf jeden Fall nach dem Spiel eine Aufnahmepause, weil ich merke, meine Konzentration geht gerade im Arsch. Deswegen werde dann denk was essen, vielleicht mal wieder einen Film angucken. Das mache ich gerne zum Abschalten und danach geht's weiter. Wir haben immer noch nicht Lazza wieder hingepackt, aber Bruma gefällt mir auch als Option gut, aber wir können ja Lazza für Ter Stegen hinpacken. Gerade wenn man wirklich 100% defensiv einfach nur reinknallen will, dann ist halt Bruma geil. Wenn man ein bisschen spielerisches Können noch mit reinlegen will, dann nimmt man halt Lazza. So, jetzt aber konzentrieren, komm, es ist noch lange nicht vorbei, das Spiel. Was ich nach dem Spiel mache, darüber kann ich mir Gedanken machen. Aber da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Kann ich mir Gedanken machen, sobald es vorbei ist. Musste vielleicht auch nicht so sein. Es ist schon wieder ein ganz, ganz dummer Ballverlust, um ehrlich zu sein. Das natürlich auch und einfach gut antizipiert von mir. Keine Ahnung, wer da wen wieder reinläuft, aber es nervt. Boah, zum Glück ist das wieder kein Elfmeter. Wie ich sage, ich merke gerade, wie meine Konzentration komplett in den Arsch geht, ey, aber richtig. Schade. Eieiei, wir waren auf jeden Fall zuerst dran. Wieder so ein Ausfallschritt. Wieder so ein Ausfallschritt, der dafür sorgt, dass ich halt nicht mehr am Mann dran bleiben kann. Ist auch geil, wie wir einfach nicht wechseln können, weil wieder mal keine Unterbrechung. Aber wenn ich jetzt ein Tor fresse, wäre es echt bitter, weil ich kein Zeitspiel betrieben habe. Alles klar. Oh nein, bitte kein Gegenangriff mehr. Danke. Deckel, individuelle Klasse, aber Deckel, meine Freunde, Deckel. Schöne Vorlage Müller und dann richtig geiles Tor von Dembele.
Da fällt mir gerade ein, wir könnten ja immer noch nicht auswechseln. Er müsste schon lange weg sein. Egal, zum Glück ist er noch nicht ausgewechselt worden. Oh, das war aber auch ein. Also, ich kann echt froh sein. Ich bin so im Arsch gerade. Konzentrationsmäßig, ich merke das. Und da kann ich echt froh sein, dass ich so einen schwachen Gegner bekommen habe, weil der Gegner war echt nicht gut. Also, er hat kein gutes Team und ist auch spielerisch nicht so gut. Ich glaube, gegen bessere Gegner hätte ich echt Probleme bekommen. Aber es ist natürlich trotzdem verdienter Sieg, tollerweise. So, Müller, Plattenhardt. Also Müller, bester Mann, Plattenhardt und Dembele machen das Tor. Vorlagen, zweimal Müller. Gut. Das läuft doch bisher sehr schön. Falls wir noch einen Sieg hinbekommen, dann haben wir auch unseren Rekord bisher eingestellt, nach 10 Siegen erst 2 Niederlagen kassiert zu haben. Das war, glaube ich, bisher auch der Rekord, also 10 Siege, 2 Niederlagen. Danach haben wir, glaube ich, verloren. Ich glaube, wir hatten nicht 11 Siege und 2 Niederlagen. Also sollte ich tatsächlich 2 Siege noch schaffen, dann haben wir sogar einen neuen Rekord, was das angeht. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich will so weiter solide spielen. Wohin das jetzt noch alles führt, ist mir scheißegal. Ich will solide weiter spielen. Ach ja, mir fällt gerade ein, eine Niederlage war ja geklaut durch Disconnect. Aber ist egal. Stört mich alles nicht, weil wir so spielen werden, dass am Ende es auf einen Sieg mehr oder weniger nicht ankommen wird. Ihr werdet sehen. Und ich bin einfach froh, dass ich momentan echt konzentriert, unaufgeregt spielen kann und ich wirklich nicht immer, aber dass ich sehr häufig nahe am Maximum meiner Möglichkeiten spiele und dadurch auch schon viele Spiele gewonnen habe, gedreht habe, wie auch immer. Und ich hoffe, es geht so weiter. Wie gesagt, ich muss dann erstmal jetzt pausieren, weil ich merke, dass mein Körper komplett runterfährt. Nach 8 Spielen 4 Scorerpunkte, das sind wir bei 50%. Das wäre dann wie Modest. Okay, das ist jetzt, wie gesagt, nichts Besonderes. Tore hat er bisher halt noch keine gemacht, aber hat ehrlich gesagt auch bisher erst eine wirklich gute Torschance liegen lassen. Und was mir eben aufgefallen ist, dass super häufig die Pässe von der Seite in die Mitte rein, die kommen einfach so kacke und spielen jemand anderes an. Da muss ich mal gucken, was ich da ändern kann. Ja, aber ansonsten ist er vor allem Vorlagengeber. Ich bin halt am überlegen, ob ich wirklich Müller und Stindl einfach tausche. Ob ich halt wirklich sage, okay, wir nehmen Stindl als ZOM und Müller als Stürmer. Das könnte man ja auch einfach im Spiel testen. Müsste man jetzt nicht hier auf dem Brett machen, sondern einfach im Spiel die zwei, die Champions League Styles wären auch okay. Also da hätte ich jetzt auch keinen Stress mit. Und ja, da könnte man das mal testen. Momentan habe ich da noch keine Lust drauf, das zu testen, wenn ich ganz ehrlich bin. Momentan noch nicht. Das hat ein Dembele. Oh, wieder Fuß, zwei Spieler. Wir haben halt keine Heilungskarte mehr. Ich meine, wir könnten halt zur Not Müller nehmen, zwei Spiele, oder Bellarabi. Aber wir wissen halt schon, dass Dembele deutlich besser ist. Also, der ist schon deutlich besser. Und wenn ich schaue nochmal kurz nach, ich brauche ja auch Fitnesskarten. Ich meine, ich könnte mir das ja auch kaufen, die Heilungskarte. Nee. Na gut, dann werde ich mir mal vielleicht eine Heilungskarte kaufen. Wenn ich mir keine kaufe, bedeutet das, dass ich dann wohl mit Müller spielen werde. Aber ich glaube, ich werde echt mir eine Heilungskarte holen, weil Dembele kann entscheidende Tore machen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.